Sowas haben wir noch nicht gesehen. Ich muss sagen, am Anfang hat sie mir fast ein bisschen leid getan. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die hat das schon allein optisch so vom Look her. Was wurde sie durch den Kakao gezogen, weil sie jetzt nicht gerade nach Wehrhaftigkeit und nach Verteidigung aussieht. Aber nach Abschreckung. Aber nach Abschreckung. So, das war ja noch alles lustig. Überhaupt gar nicht mehr lustig war es dann, als sich dann diese Totalausfälle gehäuft haben, als das passiert ist, was wir eben gesehen haben in den Medien. Ich meine, die wird damit in die Geschichte eingehen, sagen wir ganz ehrlich. Also ich bekomme diese Sätze von ihr auch nicht aus dem Kopf raus. Mit dem großen Rohr. Und die Reaktionen des Volkes, ja, ich meine, ihr werdet ja auch heute schon auf den sozialen Netzwerken fleißig unterwegs gewesen sein, wie immer, es ist ja einfach zum Totlachen. Ich meine, die Hälfte der Leute sagt, bitte nehmt den Rest des Kabinetts direkt mit, ja, also tauscht direkt alles aus. Ja, die andere Hälfte sagt, bitte, 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 jetzt mehr Fachkompetenz gehen, nicht nach dem Geschlecht gucken. Ich meine, die Leute wissen das schon, die haben jetzt schon die Panik, dass schon wieder so eine nächste Auswahl hingesetzt wird.